Fahrzeugsalon 2021 in Bern. Wir sind hier im Aufbau und jetzt habe ich schon meinen ersten Interviewpartner, der Tarsis Berbera. Er ist Geschäftsführer bei der Renault Trucks Schweiz. Tarsis, ihr habt hier wunderschöne Neuigkeiten, die ihr zeigt. Vor was stehen wir jetzt hier? Hallo Monika, merci vielmals, dass wir mit dir hier berichten können. Wir stehen hier auf dem Stand von der Renault Trucks Schweiz AG und was wir hier zeigen, ist das erste Mal als Schweizer Premiere das gesamte Line-up der neuen TCK Evo-Baureihe. Ja, und zwar wären das eben die Strassenfahrzeuge und weiterhin haben wir noch das Baustellenfahrzeug. Ja, und ich bin gespannt, ich habe schon ein bisschen gelesen von dieser Evo-Reihe. Da ist ja, glaube ich, das Innenhaus sehr speziell, gell? Also wirklich auf den Fahrer angepasst. Genau, Fahrerkomfort ist die höchste Priorität auf diesen neuen Fahrzeugen. Wir haben viel mehr Sicherheit für den Fahrer, mit den LED-Scheinwerfern zum Beispiel. Aber wir haben vor allem, das war ein Wunsch, den viele Fahrer immer wieder geäussert haben, eine absolut gut verstellbare Lenksäule. Ja, früher ist es noch so ein bisschen, hat man noch ein bisschen Kraft gebraucht, für etwas auszuliefern. Heute sieht es schon ganz anders aus, Tarsis. Du sitzt hier in einem ganz speziellen Fahrzeug. Was ist das? Ja, Monika, das ist der Päckli-Blitz. Und der Päckli-Blitz ist ein Teil von unserer Offensive zur Dekarbonisierung der Logistikindustrie. Wir haben schwere Lastwagen seit 2 Jahren, die wir serienmässig in der Schweiz bereits geliefert haben, ganz viel. Und hier bringen wir jetzt das ultimative Werkzeug für die Päckli-Lieferungen in der Stadt, die in der Zukunft vermutlich nicht mehr befahren werden mit fossilen Fahrzeugen. Ja, und das ist jetzt natürlich gerade ein ganz grosses Thema. Vor Weihnachtsgeschäft kommen ja jetzt. Ich würde sagen, darf ich das mal ausprobieren? Wie funktioniert das? Monika, das wäre ganz cool, wenn du als erste Person in der Schweiz den Päckli-Blitz testen könntest. Oh yes, ich freue mich drauf. Super, bitte komm.